Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir haben das große Vergnügen, den Kongress der Wissensmanufaktur anzukündigen. Lieber Andreas, du bist der Gründer. Berichte, was wir zu berichten haben. Ja, hallo und guten Tag. Ich bin ganz aufgeregt, denn wir werden heute einen Referenten vorstellen, der sich für mich vor 10 Jahren noch niemals hätte erschließen können, aber heute tut er das. Es geht nämlich um den bekannten Sam Hess. Und Sam Hess ist sehr bekannt gerade dafür, dass er mit bestimmten wesenhaften Welten in Verbindung treten kann. Als großer Förster erinnert ein bisschen an Schauberger und seine Geschichte, aber du wirst uns jetzt darüber erzählen. Also er ist bekannt in einschlägigen Kreisen, wo man sich für diese Thematik interessiert, wie zum Beispiel bei mir. Seine Bücher liegen bei mir auf dem Schreibtisch im Moment, weil ich sie durcharbeite. Und Sam Hess war, wie du gesagt hast, 35 Jahre lang Förster, ist aber schon als kleiner Junge hellsichtig gewesen. Hellsichtig, das heißt, er konnte Wesenhafte sehen, Naturwesen. Sein Buch heißt auch im Untertitel Zwerge, Elfen und Feen. Und das ist natürlich tatsächlich ein Thema, mit dem ich dich erstmal über die Jahre erwärmen musste. Ja, das war sehr spannend. Ich erinnere mich sehr gut. Wir gingen über eine kanadische Insel und du zeigtest mir irgendeinen Farn und erzähltest mir von Elfen und von Wichteln, die diese entsprechenden Pflanzen nun herstellen, verändern und wachsen und erblühen lassen. Und ich habe dann versucht, dir zu erklären, in voller Wertschätzung natürlich, dass es auch so etwas wie eine Photosynthese gibt und habe dir etwas vom Chlorophyll erklärt und so weiter und habe das ein wenig unernst genommen, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Nicht, dass ich die Photosynthese ablehne, aber die Photosynthese und die Wichtel sind einfach nur unterschiedliche Perspektiven, aus denen man die Zusammenhänge erkennen kann. Und heute macht das Ganze natürlich Spaß, es mir auch mit dieser Fabelwelt vorzustellen, die sich dir ja eher erschließt als mir. Aber ich finde die Idee absolut spannend und überhaupt nicht mehr lustig, sondern sehr ernst zu nehmen. Ja, und schon sind wir aber wieder im Clinch, weil du von einer Fabelwelt redest, die in Wirklichkeit eine ganz reale Welt ist. Denn die wesenhaften Kräfte sind existent. Sam Hess hat die Begabung, sie sehen zu können seit frühester Jugend, Kindheit. Auch ich habe schon Wesenhafte gesehen, eine Fee und auch Elfen. Und dann kann man natürlich sagen, die spinnt jetzt total, die Frau Herrmann, ist halt bei ihr so die Ärmste. Und genau das ist mir egal. Genauso wie Sam Hess das im Vorgespräch schon zu mir gesagt hat, dass es ihm wurscht ist, was jemand vielleicht abfällig darüber denken mag. Er ist in Verbindung mit diesem Wesen. Ich weiß, dass er recht hat, denn es gibt gewisse Merkmale, wenn man die schildert, dann weiß der andere, der sie sehen kann, das stimmt so. Und er ist aber nicht nur in dieser Hinsicht begabt. Ach so, vielleicht noch ganz wichtig. Wir werden in dem Interview mit Sam Hess werden wir über Möglichkeiten sprechen, wie ein Mensch, der das gerne möchte, der Sehnsucht danach hat, mit diesen Naturwesen in Verbindung zu kommen, wie ihm das gelingen kann. Sam Hess hat ein Arbeitsbuch darüber geschrieben, das schenke ich dir dann auch, wenn es draußen ist. Ich freue mich schon. Ja, und er hat aber noch andere Gaben. Er kann zum Beispiel auch Verstorbene, wenn die noch erdgebunden sind, wahrnehmen. Er ist durchaus in der Lage, diese erdgebundenen Seelen abzulösen und ihnen zu verhelfen, dass sie den Weg ins Licht finden. Denn was viele Menschen nicht wissen, was ja im Zusammenhang mit der Reinkarnation wichtig ist, dass wenn wir hier irdisch abscheiden und hinübergehen in andere Sphären, dass wir in diesen anderen Sphären uns weiterentwickeln sollen, dürfen und können. Das können wir aber nicht, wenn wir erdgebunden sind. Und diese erdgebundenen Seelen, das sind ja oft echte Materialisten auch. Mit Sicherheit. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja selbst auch schon mal bestimmte Erlebnisse mit offenbar Verstorbenen. Aber das ist mir erst viel später dann zuteil geworden, dass ich das haben durfte. Deshalb meinte ich mit Fabel auch auf gar keinen Fall Fantasie, sondern ich meine damit für mich eine Welt, die sich mir nicht wirklich erschließen kann. Und da leide ich nicht drunter, aber es reizt mich natürlich schon. Und ich höre das auch sehr gern, was da läuft, weil es ist in sich auch logisch und schlüssig. Ich habe mich mit dem Sam Hess ein bisschen beschäftigt. Man spürt auch hier seine Authentizität, die Art und Weise, wie er das rüberbringt.
das ist alles andere als irgendein Luftikus, ein Spinner, der sich wichtig macht, sondern ein wirklich ganz klar strukturierter Mensch, der weiß, wovon er spricht. Ich möchte vielleicht noch darauf hinweisen, dass er in einem der Vorgespräche zu mir gesagt hat, wir sprachen über diesen Zeitenumbruch. Unser Kanzler sagt ja Zeitenwende oder eben Transformation. Und er ist fest davon überzeugt, dass die Menschen, die in Verbindung mit den Naturwesen treten wollen, die den Kontakt haben wollen, dass die eine gute Möglichkeit haben, über diese ganzen bewegten Zeiten hinweg auch hinüberzukommen in diese neue Phase dieser Erde, die unmittelbar bevorsteht und großen Schutz und Hilfen hat durch die wesenhaften Kräfte, aber eben auch durch die Hilfen der geistigen Welt. Mit der steht er auch in Verbindung. Ihr seht, du siehst, ich könnte Stunden darüber hier jetzt reden, aber wir machen das in dem Interview und lassen Sam Hess zu Wort kommen. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf, weil es eine wirkliche, ein bunter Reigen ist von lösungsorientierten Situationen für unsere Zuhörer und Zuschauer. Es geht nicht darum, Probleme darzustellen, sondern es geht vor allem darum, die Probleme zu nutzen. Und wenn man diese Schwungmasse, die dann da ist, auch nutzt, dann kann man sie auch einmal als Trägheit nutzen, die einen bremst, oder eben halt als Beschleuniger nutzen. Und das können wir tun und darüber werden wir uns unterhalten. Gesund durchs Chaos heißt dieser Kongress der Wissensmanufaktur. Er findet statt vom 5. bis zum 7. August. Ihr könnt euch schon anmelden. Ihr seht hier unten ein Laufband. Da seht ihr, wie und wo ihr euch anmelden könnt. Und ihr erkennt auch, welche großartigen Referenten noch dabei sind. In diesem Sinne alles Liebe und bis August dann. Bis bald.